Traurige Nachrichten aus Italien. Laut vielen Medienberichten soll es zu einem regelrechten Höhlendrama gekommen sein. Insgesamt sollen drei Männer in einer Höhle von einem plötzlichen Wassereinbruch überrascht worden sein. Das Ganze geschah ungefähr 70 Meter vom Ausgang der Höhle entfernt. Draußen warteten andere Forscher, die sofort den Notruf betätigten. Doch die Sache gestaltete sich viel schwieriger als zunächst gedacht. Die Feuerwehr musste das Wasser abpumpen und das dauerte lange. Insgesamt waren sie bis tief in die Nacht beschäftigt. Für einen der Forscher kam jede Rettung zu spät. Er starb letztendlich in der Todesgrotte. Von der Feuerwehr wurde der Rettungseinsatz als Video bei Twitter geteilt. Grund für das schnelle Volllaufen der Höhle soll wohl der Niederschlag gewesen sein.